Anna ist eine Weihnachtsserie aus dem Jahr 1987 und handelt von der kleinen Ballerina Anna, die sich nach einem Verkehrsunfall zurück ins Leben und auf die Bühne kämpft. Anna wurde von Sylvia Seidel gespielt. Die Schauspielerin versuchte sich später in den USA mit dem Film Ballerina. In Deutschland sah man Seidel nur in Nebenrollen und am Theater. 2012 nahm sich Sylvia Seidel das Leben. Rainer wurde von Patrick Bach gespielt. Bach war 5 Jahre bei Die Wache zu sehen. Ebenfalls spielte er in Serien wie Soko Kitzbühel und Soko Stuttgart mit. Eberhard Feig spielte Annas Vater Stefan Pelzer. Feig wurde vor allem durch den Tatort bekannt. 1994 starb an einem Herzinfarkt. Annas Mutter Ute wurde von Ilse Neubauer gespielt, die zuletzt in Polizeiruf 110 Frau Schrödingers Katze aus dem Jahr 2021 zu sehen war. Kommen wir zu Despina Pajano. Sie spielte Christina Berger und ist noch heute im Fernsehen zu sehen. Pajano war unter anderem in Danny Lowinski, Alarm für Cobra 11 und zuletzt Alle Nadeln an der Tanne zu sehen.